In Salzburg ist es schon angerichtet. Nach 2007 liegt nun der zweite Teller für die Roten Bullen bereit. Doch in Runde 36 müssen zwei andere noch einmal richtig zuschlagen. Denn für Ried und für Sturm ist die Saison noch nicht gegessen. Der Hauptgang Europa League ist schon serviert. Wer darf ihn sich schmecken lassen? Wer beißt sich zu ihm durch? Grün oder Schwarz? Ried oder Sturm? Nur für einen ist in Europa gedeckt. Spannung pur heute zwischen Ried und Sturm. Es geht um den letzten Europacup-Startplatz. Aber der emotionale Mittelpunkt Fußball Österreichs ist heute die Red Bull Arena. Impfen also die Salzburger auf den 17. Sieg im 18. Heimspiel in dieser Saison gegen Altach. Um sehr viel geht es heute im oberösterreichischen Innviertel bei der Partie Ried gegen Sturm. Um wohl nicht mehr allzu viel bei Mattersburg gegen den LASK, um fast nichts mehr bei Austria Wien gegen Austria Kärnten und bei Kapfenberg gegen Rapid. Altach müsste heute in Salzburg gewinnen, Mattersburg gegen den LASK verlieren. Noch dazu müsste Altach einen 6-Tore-Rückstand wettmachen. Erwin Jimmy Hoffer bringt die Gäste aus Wien in Führung. Zweite Spielminute, hat die Kapfenberger Abwehr gar nicht gut ausgesehen und die Rapid-Fans haben allen Grund zur Freude. Hier die Entstehung dieses Treffers. Meierhofer, der schickt Hoffer in die Gasse, die Viererkette der Falken nicht vorhanden und er hat keine Mühe, Kamil Susko zu bezwingen. Kapfenberg gegen Rapid 0-1 nach 2 Minuten. 25. Saisontreffer für Jimmy Hoffer. Kommen wir gleich zu den Aufstellungen. Die Kapfenberger mit einer extrem jungen Ersatzbank heute, aber dazu kommen wir gleich. Schauen wir uns die Elf am Feld mal ein. Kamil Susko heute im Tor. Für den Slowaken ist es höchstwahrscheinlich das Abschiedsspiel für Kapfenberg. Er soll abgegeben werden. Die Viererkette mit Osoenig und Schelander an den Seiten. Taboga nach Gelbsperre wieder retour. In der Mitte Koselski heute über die rechte Seite und vorne ist Senchar nach überstandener Oberschenkelverletzung wieder mit dabei. Und Pavlov, die einzig echte Sturmspitze der Kapfenberger. Jetzt eine gute Freistoßmöglichkeit für die Falken. Hier die Ersatzbank der Falken, unter anderem mit dabei der Sohn des Trainers, Michael Gregoritsch, ganze 15 Jahre jung. Wenn er heute zum Einsatz kommt, dann wäre er der jüngste Spieler, der jemals in der Bundesliga aufgeboten wurde, unseren Aufzeichnungen zufolge. Die Aufstellung von Rapid haben Sie gesehen. Dober und Kablak gesperrt. Dazu endlos viele Verletzte. Hofmann, Boskovic, Drazan, Katzer, um hier nur einige aufzuzählen. Jetzt aber dieser Freistoß. Patrick Siegel wird versuchen, zieht ab und gar nicht mal so übel. Helge Payer muss aber nicht eingreifen. Gibt Torabstoß. Weiter nach Oberösterreich, nach Ried. So ist es, das war die frühe Führung für die Gäste aus Wien. Das schnellste Tor, das Rapid in der Saison 08-09 erzielt hat. In der zweiten Spielminute Jimmy Hoffer mit seinem 25. Saisontreffer. Toller Auftakt also für die Hütteldorf. Jetzt aber einer dieser gefürchteten langen Einwürfe von Dominik Taboga. Überhaupt ein flottes, munteres Match hier in Kapfenberg bei besten Bedingungen. Auch gut besucht das Franz-Fekete-Stadion. Die Kapfenberger verstecken sich keineswegs, spielen hier durchaus mit. Rapid macht das Nötigste, hat keine nennenswerten Torchancen nach dem Führungstreffer gehabt. Michael Lindl fault hier Pelivan. Er hat ja bereits einen 2-Jahres-Vertrag bei der Wiener Austria unterschrieben. Also auf ihn das Abschiedsspiel heute. Hereingabe abgeblockt. Kaum zählbare Chancen. Eine ganz gute gab es für die Kapfenberger vor wenigen Minuten. Und zwar dieser Schuss von Robert Schelaner. Und da hat Helge Payer einige Mühe.
Jetzt wieder Rapid über die linke Seite. Da ist viel Platz. Aber die Abwehr hat sich mittlerweile ganz gut aufgestellt bei den Kapfenbergern nach diesen anfänglichen Schwierigkeiten und diesem unglaublichen Kapitalfehler, der zum 1:0 für die Rapidler geführt hat. Ecke. Suska muss nicht eingreifen. Der junge Christopher Trimmel war es, der heute im rechten Mittelfeld aufgeboten wird. Nächster Schauplatz in der Premierekonferenz Wien. 10 Minuten auch hier im Franz-Fekete-Stadion, noch bis zur Pause. Nach wie vor steht es hier 1:0 für die Gäste durch diesen frühen Treffer von Erwin Hoffer. Peter Parkholt kaut hier an den Fingern, wahrscheinlich nicht unbedingt vor Aufregung. Vielmehr ist, dass ihm das Spiel seiner Elf nicht unbedingt gefällt. Rapid zwar mit 62% gewonnenen Zweikämpfen und auch mehr Ballkontakten in der Partie, aber vorne schaut wenig raus. Jetzt eine Möglichkeit für die Kapfenberger. Auch die Chancen der Steirer sind mittlerweile spärlich gesät. Pavlov hat es hier mal per Kopf versucht. Bevor es gefährlich wird, ist meist Endstation auf beiden Seiten. Der Aufsteiger ambitioniert hier über Senčar. Immer wieder das Flankenspiel über Felfanik, über die linke Seite. Jetzt gibt es einen Freistoß für die Falken, beziehungsweise über rechts, über Kozelski. Aber die beiden Stürmer sind bislang kaum zu sehen, Senčar und Pavlov. Handspiel gesehen von Thomas Gangl. Gute Standardmöglichkeit für die Kapfenberger. Das ist auch das Rezept des Aufsteigers. 23 Mal haben sie in dieser Saison aus stehenden Situationen getroffen. Am Ball wieder Patrick Siegel. Auch Lindl probiert es hier mit der Reingabe und die kann abgeblockt werden. Sollten die Kapfenberger es tatsächlich schaffen, diese Partie noch zu drehen, dann wäre es der erste Erfolg seit 52 Jahren. Aber zumindest punkten wäre schon was, denn das ist in dieser Saison gegen Rapid noch nicht gelungen. Nach diesem Foul an Meierhofer gibt es jetzt die erste gelbe Karte im Spiel, und zwar Patrick Siegel sieht sie. Zuschauer feiern hier in der Red Bull Arena in Salzburg heute den Meistertitel. Pausenstand Salzburg gegen Altach unentschieden, 1:1. Aber Roland Kirchler, das scheint irgendwie jedem egal zu sein hier. Sieht so aus, ja. Sie haben versucht, 1:0 geführt. Also dann ist eigentlich so dahin geplätschert und Altach hat sich nicht hängen lassen. Muss man mal ein Kompliment aussprechen, weil im Endeffekt, glaube ich, die ja gewusst haben, dass dann Mattersburg vorne liegt, und spielen aber munter drauf los weiter und haben aus einem Konter dann das 1:1 erzielt. Aber ich glaube, die Feierlichkeiten stehen schon im Vordergrund und jeder hat schon im Hinterkopf die Gedanken, wo er den Schal hinhängt und wo er welchen Platz er im Cabrio kriegt und dann beim Feiern. Was er trinkt vielleicht auch. Das glaube ich auch, ja. Wir schauen einmal auf die Zwischenergebnisse nach 45 Minuten. So steht es in der 36. und letzten Runde. 1:1 also zwischen Salzburg und Altach durch die Tore von Ziegler und Guem. Sturm führt also in Ried mit 1:0 durch das Tor von Mario Haas. Mattersburg gegen den LASK 2:0 durch zwei Tore von Michael Mörz. Austria Wien gegen Austria Kärnten 0:1 durch Modu Cain. Und Kapfenberg gegen Rapid 0:1 durch das schnellste Tor der Rapidler in dieser Saison durch Jimmy Hofer. Das bedeutet also alles klar wohl im Abstiegskampf, da geht überhaupt nichts mehr für die Altacher, weil Mattersburg eben 2:0 führt. Aber ist auch alles klar im Kampf um den Europacup-Platz, Roland Kirchler, zwischen Ried und Sturm? Ried müsste jetzt schon mindestens 4:1 gewinnen. Fußball ist alles möglich, aber ich glaube jetzt wirklich, mein Bauchgefühl hat mich leider getäuscht, aber mein Bauch wurde immer größer, deshalb ist das Bauchgefühl nicht mehr das alte. Ja, Ried hat versucht, aber dass natürlich Sturm Graz auf Konter gefährlich ist, das hat man gewusst. Und der alte Haas hat wieder mal gezeigt, dass er torgefährlich ist. Die 55. Spielminute und Erwin Jimmy Hoffer mit dem Doppelpack. 2:0 Rapid hier die Entstehung dieser Szene.
Hoffer, ganz allein Meierhofer, wäre auch noch mitgelaufen, aber er macht es einfach selbst. Keine Chance für Martin Eisel, der zur Pause für den angeschlagenen Kamil Susko in die Partie gekommen ist. Saisontreffer Nummer 26 durch Erwin Jimmy Hoffer und noch einen Treffer hat es gegeben. Und einen Ausschluss gibt's darüber hinaus. Gelb-Rot sieht er Miroslav Milosevic. Gelbe Karte hat es kurz vor der Pause gegeben für ihn. Und hier der eingewechselte Jelavic. Milosevic lässt das Bein stehen. Und es gibt Strafstoß und die gelb-rote Karte gegen Miroslav Milosevic. Die Kapfenberger. Der erste Platzverweis für Milosevic und die Kapfenberger in der letzten halben Stunde, also nur noch zu 10. Stefan Meierhofer gegen Martin Eisel und Eisel hält, Nachschussmöglichkeit gibt es keine mehr. Martin Eisel hält die Kapfenberger noch im Spiel, aber jetzt ist natürlich ganz schwer in dieser letzten halben Stunde mit einem Mann weniger hier vielleicht diese Partie noch zu drehen, zumindest noch einen Punkt rauszuholen. Es ist nicht der Tag des Stefan Meierhofer. Und bei diesem Strafstoß hat das bewiesen. Dafür ist sein Sturmpartner Erwin Hoffer in Form mit diesen zwei Treffern. Rapid munterer in dieser zweiten Spielhälfte als die Kapfenberger entschlossener. Also, hier geht's noch eine halbe Stunde. Kapfenberg zu 10 gegen Rapid 0-2. Ab ins nächste Stadion. Ja, Martin, die Messe ist gesungen, denn er macht den Hattrick heute. Erwin Jimmy Hoffer mit seinem dritten Treffer in diesem Spiel insgesamt, sein 27. in dieser Saison. Und es war ein klassischer Konter. Niemand passt auf Hoffer auf. Der überspielt hier Martin Eisel ganz lässig und hat dann keine Mühe mehr, den Ball im Tor unterzubringen. 26 Minuten noch bis zum Ende und die Partie in Kapfenberg ist gelaufen. Denn vor kurzem der Ausschluss von Miroslav Milosevic. Sie erinnern sich, die Kapfenberger also nur noch zu 10 und 3 Gegentreffer aufzuholen. Das wird sich heute wohl beim besten Willen nicht mehr ausgehen. Neuer Mann ist gekommen. Werner Gregoritsch hat damit sein Austauschkontingent erschöpft. Bringt Erik Akoto für die Schlussphase anstelle von Osojnik. Der jüngste Spieler in der Bundesliga-Geschichte, der heute ins Spiel hätte kommen können. Der Sohn von Werner Gregoritsch, Michael Gregoritsch, der muss also auf der Bank bleiben. Nichts wird's mit seiner Einwechslung. 25 Minuten, hier noch Kapfenberg 0, Rapid 3. Ab nach Ried. Die 67. Spielminute, jetzt wird's ganz bitter für die Falken. Yasin Pelivan mit Saisontor Nummer 2. Versucht sie einfach aus der Distanz und der offenbar schon völlig entnervte Martin Eisel greift daneben. Den muss er natürlich haben, auch wenn der Ball vor ihm aufspringt. Den muss er zumindest zur Ecke kehren. Der vierte Treffer ist gefallen in dieser Partie und allesamt für die Gäste aus Hütteldorf. Ja, wenn die Kapfenberger nicht aufpassen, dann kann das hier noch eine ganz bittere Klatsche werden. Arno Kozelski mit dem Frustfoul. Der ist viel gelaufen, hat viel versucht über die rechte Seite und sie war noch nicht chancenlos, die Falken, vor allem in Durchgang 1. Aber mittlerweile also 4-0 für die Hütteldorfer. Die mitgereisten Fans jubeln jetzt schon. Sp-
Spiel natürlich längst vorbei. Innerhalb von 12 Minuten hat Rapid in Durchgang 2 hier alles klar gemacht. Zwischen Minute 55 und 67 die Treffer 2, 3 und 4 für den Vizemeister. Überragender Mann, Erwin Jimmy Hoffer mit dem Hattrick. Der Vizemeister, der damit das einzige Team der Liga bleibt, das gegen Kapfenberg in dieser Saison immer gewonnen hat. Also die Rapidler mit weißer Weste und 15:1 Torverhältnis, das er hier noch ergänzt. Rapid damit auch das beste Auswärtsteam der Liga in dieser Saison, ein Titel, der freilich nichts bedeutet. Die Wiener sorgen also für jenen persönlichen Saisonausklang, den Peter Packhult gefordert hat, schlägt Kapfenberg letztendlich auch in der Höhe verdient mit 4:0 durch den Hattrick von Hoffer und einen Treffer von Pelivan. Kapfenberg gegen Rapid also 0:4. Klare Angelegenheit. Die letzten 5 Resultate der Saison 2008-2009 in der Bundesliga. Salzburg unterliegt also Altach doch überraschend mit 1:4. Ried schlägt am Ende Sturm doch noch mit 3:2. Mattersburg gewinnt gegen den LASK mit 3:1. Das Duell der Austrias gewinnt die Wiener gegen die Kärntner mit 4:1 und Rapid feiert zum Saisonabschluss einen klaren 4:0-Sieg in Kapfenberg. Das bedeutet, Salzburg ist Meister, das steht schon seit Wochen fest. Rapid, Austria und Sturm spielen in der kommenden Saison in der Europa League und Altach muss absteigen. Roland Kirchlein, wollen Sie zuerst heute Salzburg zum Titel gratulieren oder den Altachern zur heutigen Leistung hier beim Meister? Sechsunddreißigste und letzte Runde in der Tipp 3 Bundesliga. Wir sind in Salzburg, wir sind beim Live-Spiel zwischen Red Bull Salzburg und Cashpoint Altach. Einen wunderschönen Sonntagnachmittag, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Und Sie sehen, Peter Schöttl, unser Analytiker, hat den Teller entführt. Der Teller ist in Salzburg und bekommt natürlich heute auch die Mannschaft von Red Bull Salzburg. Peter, wie oft haben Sie den Teller in den Händen gehalten? Als Spieler Gott sei Dank 3-mal und als Sportdirektor auch 1-mal. Und jetzt ist schon der neue Name auch eingraviert, 2008, 2009, ich weiß nicht, ob man das lesen kann, Red Bull Salzburg. Zum zweiten Mal, also Red Bull Salzburg nach dem Jahr, das steht dann hier, 2006, 2007, wieder Red Bull Salzburg, der österreichische Fußballmeister. Wie schon in der vergangenen Runde werden auch heute alle Spiele gleichzeitig angepfiffen. Das heißt, anschließend in der Sendung Sport am Sonntag, die auch hier vom Stadion kommt, werden wir alle weiteren Spielberichte Ihnen zeigen können. Natürlich die Tellerübergabe. Wir haben eine Euro-Geschichte, ein Jahr nach der Euro. Josef Hickersberger wird zu uns kommen. Wir haben natürlich eine Bundesliga-Saisonbilanz etc. etc. In der Meisterschaft, in dieser letzten Runde beim großen Finale sind noch 3 Fragen offen. Wer steigt ab? Wer holt sich den letzten Europacup-Platz? Und vor allem, was schafft noch Marc Janko? Kann er Hans Krankl einholen? Beziehungsweise kann er gar noch den goldenen Schuh holen? Allerdings, das wird schon ganz, ganz schwer. Denn Forlan hat gestern getroffen in der spanischen Meisterschaft. Und Janko müsste schon 4 Treffer erzielen, um Diego Forlan noch einzuholen. Und wenn er noch ein Tor erzielt, dann würde er Eto'o einholen. Auch der hat gestern getroffen. Dann würde er zumindest den silbernen Schuh holen. Peter, was trauen Sie dem Marc Janko heute zu? Ja, wenn es von Start weg gut läuft für Red Bull Salzburg, dann kann er natürlich einige Tore erzielen. Aber ich glaube, man sollte nicht davon ausgehen. Also Altach wird sich mit Sicherheit hier gut präsentieren, wird versuchen, dieses Spiel irgendwie zu gewinnen und dann hoffen, dass auch in Mattersburg ein Wunder passiert.
Eine Partie sind wir Ihnen noch schuldig und die lautet Superfund Kapfenberg gegen Rapid. Da geht es natürlich für beide Mannschaften um nichts mehr. Kapfenberg war ja schon vorzeitig gerettet und Rapid schon vorzeitig der österreichische Vizemeister. Dennoch haben beide Mannschaften in dieser Partie noch Ziele gehabt. Rapid wollte zumindest einen Punkt holen, denn dann ist man das beste Auswärtsteam in dieser Saison. Ja, und Kapfenberg wollte unbedingt einen Punkt, damit man endlich auch einmal gegen Rapid anschreiben kann. Für die KSV-Fans war aber der Klassenerhalt wichtig und damit bedanken sie sich noch vor dem Match bei der Mannschaft. Und 1500 Rapid-Fans möchten ihrem Team einen würdigen Saisonabschluss bereiten, sind hier mit nach Kapfenberg gekommen. Zweite Minute, kurzes Abtasten, ein Abschlag aus der Rapid-Verteidigung auf Erwin Hoffer. Meierhofer, Doppelpass mit Hoffer und der marschiert seelenruhig durch die Verteidigung und erzielt nach 2 Spielminuten das 1:0 für Rapid. Es ist der schnellste Treffer für die Wiener in dieser Saison und unbehindert mehr oder weniger von der zwar neu zusammengestellten wegen der Verletzungssorgen KSV-Abwehr. Und da sitzt sogar ein junger Mann, nämlich Michael Gregoritsch, erstmals auf der Bank, weil man auch mit Verletzungssorgen bei den Kapfenbergern zu kämpfen hat. Freistoß von Michael Lindl, der jetzt aus Wien wechselt. Bayern muss sich hier strecken. Da kann er noch vor den anstürmenden KSV-Spitzen retten. Corner durch Siegel. Und Schellander mit einem gut platziert angetragenen Schuss und Mühe, aber auch bravourös gleichzeitig gehalten von Payer, der hier in der Anfangsphase ordentlich beschäftigt wird. Eine Standardsituation, die beste Tormöglichkeit für Rapid in den ersten 45 Minuten. Und Kamil Susko im Nachfassen, er wird die Kapfenberger verlassen und verletzt sich vor der Pause noch an der Schulter. So sieht Teamchef Didi Constantini nach dem Wechsel Martin Eisel im Tor der Kapfenberger. Die erste Hälfte dominiert haben, Rapid hat das Ergebnis mehr oder weniger nur verwaltet. Hier jetzt Felfenig über links. Pavlov mit der Chance zum Ausgleich, aber er verdendelt diese und damit bleibt es bei der 1:0 Führung für Rapid. Aber jetzt nach der Pause Rapid doch ernsthafter. Jelavic eine Minute zuvor für Kettelein Spiegel kommen. Pass auf Hoffer, ganz alleine wieder von rechts und Jimmy nimmt Maß und alles passt und er sitzt 2:0 nach 55 Spielminuten. Da gibt es auch Applaus für seinen Topstürmer von Peter Backholt. Danielovic alleine hier in den Strafraum und Milosevic lässt den Fuß stehen. Schiedsrichter Gangl zückt gelb und nachdem er zuvor auch schon gelb hatte, gibt das gelb-rot und damit einen Mann weniger für die Kapfenberger nach 60 Spielminuten. Elfmeter-Duell Martin Eisel gegen Stefan Meierhofer und der schießt lässig und damit kann Eisel halten. Die Chance auf das 3:0 und einen Treffer auf seinen Kollegen Erwin Hoff aufzuholen, hat hier Stefan Meierhofer leichtfertig vergeben. Und Erwin Hoffer konzentriert weiter die nächste Möglichkeit von Stefan Meierhofer freigespielt. Alleine umkurft er noch Martin Eisel und das ist das 3:0 nach 64 Minuten. Mehr als 2 Tore Unterschied hat Kapfenberg zu Hause bei einer Niederlage noch nie kassiert. Und Pelivan erhöht auf 4:0 nach 73 Minuten. Und das ist auch der Endstand, ein hochverdienter Sieg von Rapid im letzten Meisterschaftsspiel dieser Saison. Hat natürlich gefordert, diesen Sieg, weil wir ja zweimal jetzt nicht so aufgepasst haben, auch wenn die Personalsituation natürlich extrem war. Aber wichtig ist, dass wir sie mit einem Sieg aus dieser Saison verabschiedet haben und das nehmen wir auch positiv mit. Das gesamte Spiel der Mannschaft war nicht so, wie es wir normal spielen. Es ist am nächsten gegangen, man wollte sich nicht wehtun und fußballerisch allein hat meine Mannschaft nicht die Qualität, dass ich gegen so einen Gegner dagegen halten kann. Rapid ist nicht gerade der Lieblingsgegner von Kapfenberg. 4 Spiele in dieser Saison, 0 Punkte und ein Torverhältnis von 1:15 aus der Sicht von Kapfenberg. Aber reden wir zunächst einmal über Rapid, österreichischer Vizemeister geworden, jetzt mit einem Sieg verabschiedet. Wie schaut es aus für die kommende Saison? Wir haben schon gehört, ein paar Spieler gehen, zum Beispiel auch Martin Hieden. Jetzt Dokic ist schon ein Langzeitverletzter, da muss man vor allem hinten schauen, dass man da in der Innenverteidigung einen neuen holt. Ja, also ich glaube, das ist ja schon ein paar Wochen bekannt, dass sich Rapid auf der Position umschaut. Ansonsten hat Rapid aus meiner Sicht eine sehr gute Saison gespielt, haben 70 Punkte gemacht
Das große Ziel der Champions League hat nicht funktioniert. Und das ist wirklich der Wermutstropfen. Man ist in Famagusta ausgeschieden. Auch wenn man gesehen hat, dass die dann in der Champions League gute Figur gemacht haben, dieser Gegner wäre absolut schlagbar gewesen. In der Meisterschaft war es eine sehr gute Saison. Kapfenberg hat eine Zeit lang gebraucht, um Tritt zu fassen in der höchsten Spielklasse und dann eigentlich ganz brav, oder? Ja, also das ist die Mannschaft, die von Start weg von den meisten als Fixabsteiger tituliert wurde. Auch ich war mir ziemlich sicher, dass sie es sehr schwer haben werden. Aber Werner Gregoritsch und seinem Team ist es gelungen, sich da eigentlich sehr schnell aus dem Abstiegskampf rauszuhalten. Auch das ist für die Möglichkeiten, die dieser Verein hat, eine sehr, sehr gute Leistung. Hans Krankl, seine Bilanz beim LASK: 9 Spiele, 5 Niederlagen, 3 Siege, 1 Remis. Er hat sich nicht einigen können mit Präsident Reichel. Da ging es vor allem um Verstärkungen für die kommende Saison. Krankl hat gesagt, gegen den Abstieg möchte ich nicht spielen. Verstehen Sie seine Position? Ja, es ist so, dass der LASK ja mit ganz großen Zielsetzungen in diese Saison gegangen ist. Also da hat man ja zum Beispiel Spieler wie Salmutter, Weißenberger, irgendwann dann auch Prager geholt. Das Ziel war ja ein ganz ein anderes. Und die Mannschaft hat nach einem ganz guten Beginn dann komplett den Faden verloren. Und ich glaube auch, dass die LASK-Verantwortlichen froh sind, dass die Saison zu Ende ist und dass nichts passiert ist. Und fürs nächste Jahr muss man sich neu orientieren. Also Leistungsträger der letzten Jahre wie Bauer und Vastic beenden ihre Karriere, andere wie Klein und Hoheneder gehen weg. Also da ist für den nächsten Trainer mit Sicherheit einiges zu tun. Sie sind mittlerweile auch Sportdirektor bei der Vienna, die am Freitag so gut wie sicher den Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse geschafft hat. Müssen Sie sich möglicherweise bald um einen neuen Trainer umschauen, sprich wechselt möglicherweise Peter Stöger zum LASK? Ich weiß es nicht, was die nächsten Tage bringen. Also aber gibt es Gespräche, haben Sie davon gehört? Es gibt definitiv Gespräche, aber für mich war klar in der Planung, dass der Peter auch nächstes Jahr Trainer bei der Vienna ist. Gut, wir schauen uns die Ergebnisse der 36. und letzten Bundesliga-Runde in aller Ruhe an. Wir sehen also die große Überraschung hier. Der Meister verliert bei der Meisterfeier daheim gegen Altach mit 1:4. Mattersburg besiegt den LASK mit 3:1. Ried bleibt wirklich daheim ungeschlagen in dieser Saison, gewinnt gegen Sturm mit 3:2. Kapfenberg verliert daheim gegen Rapid mit 0:4 und die Wiener Austria besiegt Kärnten mit 4:1. Damit hat die Abschlusstabelle folgendes Aussehen. Meister mit einem schlussendlich Vorsprung von 4 Zählern ist Red Bull Salzburg geworden vor Rapid auf 3. Jetzt noch verbessert, wie bereits erwähnt, die Wiener Austria. Auf Rang 4 Sturm, aber Sturm wird auch Europacup spielen. Dann auf Rang 5 Ried, auf Rang 6 Kärnten, auf Rang 7 der LASK, auf Rang 8 Kapfenberg, auf Rang 9 Mattersburg und 3 Zähler hinter Mattersburg und damit der Absteiger, die Mannschaft von Altach.